Leitstelle Königsberg mit einer Alarmierung für die Feuerwache 1 Königsberg. Am alten Wasserturm. Technische Hilfeleistung. Hubschrauberabsturz mit vermisster Person. Es rücken aus ELW 1, LF 20, TLF, RTW, Notarzt. Leitstelle Königsberg Ende. Yo Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute schon der letzte Tag der Feuerwehrwoche. War eine echt coole Woche auf jeden Fall und ich habe versucht, viele eurer Community-Wünsche hier in der Feuerwehrwoche umzusetzen. Leider haben wir ja nur 7 Videos in einer Feuerwehrwoche. Dementsprechend wird es dann demnächst eine weitere Feuerwehrwoche geben und ihr dürft gerne eure Einsatzwünsche mir in die Kommentare schreiben. So, wir sind jetzt gerade auf einer Einsatzfahrt, beziehungsweise indirekten Einsatzfahrt, weil es wurde eben ein Einbruch gemeldet und wir haben uns jetzt mal von der Kripo direkt ein Fahrzeug geschnappt. Das ist ja der 3er BMW hier und das ist ein Zivilfahrzeug von der Polizei. Warte, ich halte mal kurz hier an. Ihr seht, er hat Frontblitzer, aber er hat auch ein Aufsetzblaulicht. Also, ist schon ganz cool. So, aber wir verstecken das Blaulicht mal wieder, weil beim Einbruch, ne, klar, da brauchen wir jetzt keine Einsatzfahrt hinmachen. Also, mit Blaulicht, ne, da reicht das so vollkommen. Soll im Hafen irgendwo sein. Wow! Was ist denn hier los? Was ist denn hier passiert? Warte mal. Was ist denn hier passiert? Also, Ambulance, okay, Police, gut. Das sieht mir sehr nach einem Hubschrauberabsturz aus. Wohl von da oben gekommen sein. Ja, und so wie es aussieht, hat er hier dann irgendwie was gerammt, wahrscheinlich einen Baum oder so, und ist dann hier abgestürzt. Okay, ist auch noch ein Teil davon. Gut, Freunde, das sieht nicht so schön aus. Da würde ich mal vorschlagen, die Kollegen von der Feuerwehr anzurufen, beziehungsweise zu alarmieren, weil das geht natürlich gar nicht, dass der hier einfach so rumliegt. Da müssen wir dann hier einmal kurz uns quer hinstellen. Da sichern wir mal eben auch direkt ab. Warte mal, wir stellen uns mit den Frontblitzern nach vorne. Ist besser. So. Sieht man dann auch besser. Genau, wir holen uns mal eben hier Pylonen. So, Leitkegel. So, stellen wir mal eben hier hin. Und stellen wir dann direkt mal auf die Straße, damit die Leute auch wissen, okay, hier ist jetzt zu. Und dann fahren wir jetzt gleich mal eben mit einem Löschzug hier hin. Ob es Verletzte gibt, weiß ich bisher noch nicht. Es ist unklare Lage. Dementsprechend wird auch so die Einsatzmeldung lauten. Helikopterabsturz. Aber ob es Verletzte gibt, das wissen wir nicht. Dementsprechend werden wir trotzdem RTW und NEF mit alarmieren. Und das machen wir jetzt einmal. So, Freunde, wir sind jetzt an der Feuerwache 1 hier in Königsberg und schnappen uns jetzt direkt mal den ELW, wie in fast jeder Folge. Der ist ja erstausrückendes Fahrzeug. Der macht sich dann mal kurz einen Überblick über die Lage und gibt dann dementsprechend Info. So, fahren wir mit Sonder- und Wegerechten hin. Ich überlege gerade, was der kürzeste Anfahrtweg ist. Ich glaube sogar der hier. Ich schaue nochmal auf der Karte. Ja, das ist der schnellste Anfahrtsweg. Definitiv. Weil wir könnten auch theoretisch durch die Innenstadt fahren, aber das dauert dann ein bisschen länger. Das wollen wir natürlich nicht. Weil ihr seht unten die ganzen grünen Punkte. Ungefähr Höhe Spinnerei, dort bei der Tankstelle. Das wäre unsere Feuerwache. Und bis die Fahrzeuge da sind, dauert das ein bisschen. Weil wir müssen erst hier noch die Kurve fahren. Und das ist dann nicht so schön. So. Okay, hier ist dann die Absturzstelle. Ja, da müssen wir echt mal gucken, ob hier noch irgendwo Verletzte sind. Weil ich gehe mal davon aus, also es muss ja irgendwo hier noch jemand sein. Weil so ein Hubschrauber hat ja kein Autopilot, der das Ding alleine hier durch die Gegend fliegen lässt. Ist denn noch jemand hier drin? Hallo? So ein kaputter Feuerlöscher? Ein Gebüsch? Hallo?
Boah, der ist ja richtig hier eingeschlagen. Wow. Also das muss ja ein richtig kräftiger Aufprall gewesen sein, wenn hier sogar die Rotorblätter abgesprungen sind. Und ein Baum ist hier umgekippt, ein zweiter wurde komplett entwurzelt, ein dritter auch. Hier liegt ein Stück, okay, das ist schon älter. Kann man das wegtragen? Nee. Okay. Dann haben wir hier einen Baum, der umgekippt ist. Boah, hier ist sogar so ein Riesenbaum, der umgekippt ist. Okay. Alles klar, wissen wir Bescheid. Wir werden dementsprechend die anderen Einsatzkräfte benötigen, unter anderem zur Personensuche, zur Absicherung. Und da brauchen wir gleich definitiv auch nochmal die Kollegen von der Polizei. Und dann schauen wir mal weiter. So, wir nehmen jetzt mal das TLF hier mit. Warum? Ganz einfach, weil wir wissen erstens nicht, ob sich der Hubschrauber noch entzündet. Und zweitens, hallo. Und zweitens nochmal zur zusätzlichen Absicherung. Und wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Einsatzkräfte vor Ort. Unter anderem, um eine Personensuche zu starten. Weil ich gehe mal davon aus, wir haben jetzt den Piloten nicht gefunden. Es kann sein, dass er irgendwie in den Wald geflüchtet ist. Vor Schock. Kann ja alles passiert sein, ne? Oder dass der. Ja, das ist unwahrscheinlich, dass der aus dem Hubschrauber, der gerade abstürzt, mit dem Fallschirm rausspringt. Der hat ja keinen Schleudersitz. Das geht ja nicht. Oh, knapp. So, wir können uns eigentlich schon mal hier hinstellen. Wobei, nee, nee, nee. Im Feuerwehrauto würde ich noch ein bisschen weiterfahren. Wir stellen da gleich einen Funkstreifenwagen hin. Dann ist das ein bisschen besser. Ja, ihr seht schon, die ersten Fahrzeuge sind auch hier schon. Mitten in der Einsatzstelle. Stellen wir uns mal eben hier hin. So, okay. Ja, da kommen weitere Fahrzeuge. Dann brauchen wir jetzt dringend mal die Pol, damit die da zumacht. Das ist dann einfacher. So, wir sind jetzt hier gerade ja, in der Polizeiwache. Und drücken dann einmal hier aus. Mal, welche haben wir? Gefahr. Okay, ja, können wir nehmen. So. Das NEF hat ja selbigen Blaulichtbalken und da kann man ja auch Texte einprogrammieren, unter anderem Notarzt und Unfall, Accident, etc. Also das ist ja auch alles einprogrammiert. Machen wir das gleich mal eben dort an. So. Im Prinzip ist es ja auch Gefahr, ne? Aber wie gesagt, da müssen wir einmal aufpassen, dass jetzt keine weiteren Einsatzfahrzeuge zur Einsatzstelle fahren. Keine normalen PKWs hier. Ihr seht, da ist auch wieder ein LKW. Stellen wir uns jetzt einmal hier hin. So, von wegen Gefahr. So. Hier ist dann zu. Ja, Kollege, du kommst jetzt hier nicht vorbei. So, da stellen wir mal eben noch hier was zur Absicherung hin. Einmal ein Fallsignal, Unfall. Das tragen wir dann auch mal eben kurz dahin. Und zwei Leitkegel. Drehen wir schon mal richtig. So. Also das stellen wir erstmal hier hin. Wobei, das können wir hier hinstellen. Wisst ihr warum? Ganz einfach. Weil. Nee, 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 nee. Das war keine gute Idee. Wir stellen es hier hin. Weil wir müssen ja auch noch hier mit dem Einsatzfahrzeug durchkommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das. Warte mal. Ich stelle noch ein kleines Stückchen hier hin. Weil sonst hätte ich das jetzt hier stehen gelassen. Aber gut. Mal kurz kleiner Denkfehler. So. Ziehen wir auch hier hin. Ups. So, okay. Perfekt. Gut. Wir holen mal eben noch einen weiteren Funkstreifenwagen. Hier nehmen wir aber den Sprinter mal mit.
Gut, der hat jetzt NRW-Kennzeichen. Normalerweise würde ich jetzt einen mitnehmen mit BP-Kennzeichen, Bundespolizei. Weil die sollten wir auch hier zurufen. Aber gut, wir haben jetzt gerade keinen mit BP-Kennzeichen. Deswegen ist das jetzt auch hier von der Bundespolizei ein Fahrzeug, welches damit hinfährt. Ein Halbgruppenkraftwagen. Nochmal mit zusätzlichen Kräften, unter anderem um diese Personensuche zu vereinfachen. Da rücken wir am besten noch mit zwei direkt aus. Alter! Wer hat das denn jetzt umgefahren? Irgendjemand hat gerade dieses Faltsignal umgefahren. Kriegen wir das denn wieder aufgestellt? Ja, perfekt, gut. Dann stellen wir es jetzt halt hier hin. Uah! Jetzt schmeißen wir schon unsere eigene Pylonen um. Ja, hör mal auf hier zu hupen. Hier ist Vollsperrung für euch. Für mich nicht, hehe. Ich darf vorbei. Kann mir jetzt mal jemand erklären, wieso hier... Ist der da jetzt dran vorbeigefahren oder wie? Ich hoffe es mal nicht. So, okay. Stellt sich einmal mit hier hin. Gut, dann switchen wir uns einmal kurz rüber zum nächsten Sprinter. Und dann brauchen wir noch zwei, drei Einsatzfahrzeuge. Einmal, um sicher zu gehen und sicherzustellen, dass kein Brand ausbricht. Also Brandschutz, muss gesichert werden und dann müssen wir, ich überlege gerade, welches Fahrzeug nehmen wir denn am besten dafür? Am besten eins, wo viele Leute reinpassen, damit wir dann gleich die Personensuche mal eben machen können. Falls wir natürlich jemanden finden. Nicht, dass er sich jetzt ein Taxi gerufen hat. Kann ja auch passiert sein. Wovon ich mal nicht ausgehe, weil wer kennt es nicht, also... Ich würde jetzt bei einem Unfall mir kein Taxi rufen, sondern die Situation mal eben vor Ort klären. Insbesondere, wenn es hier um einen Flugunfall geht. So, das sieht auch gut aus. Ja, der Betonmischer ist auch weg. Das ist schon mal gut. Weil wir können hier direkt nebenher fahren, damit auch kein Autofahrer auf die doofe Idee kommt, hier vorbeizufahren. Okay, Freunde. So, wir sind jetzt zurück in der Wache. Wir schnappen uns mal eben noch das LF-20. Damit drücken wir auch nochmal eben aus. Und immer diese Fußgänger hier. Mal weg. Hier haben wir ja auch genug Personal drauf. So. Nochmal die Tröte hier an. Die Einsätze hier in dieser Einsatzwoche sind auch nicht alltäglich, muss man dazu sagen. So, okay. Ich muss da mal hin. Aber wir sollten, wisst ihr, was wir mal kurz machen? Stellen mal eben hier etwas hin. Was haben wir denn so für schöne Objekte hier? Ach, wir haben ja einiges. Was ist das? Okay, das brauchen wir jetzt nicht. Ich würde sagen, komm, wir nehmen einfach hier ein Faltsignal. Damit wir jetzt nicht über eins dieser Teilchen hier stolpern. Deswegen stellen wir einmal hier hin.
Einfach nur als Schutz, damit wir uns das Auto nicht kaputt fahren. So. Okay. Gut. So, dann nehmen wir jetzt einmal unser NEF. Damit wir ausrücken. Hier können wir auch Unfall-Accident anmachen. Das ist übrigens noch die alte Version des Blaulichtbalkens. Da gibt es auch eine neue. Da ist nämlich die Geschwindigkeit unter anderem angepasst hiervon. Da war gerade meine SSD voll. Wow! Ja, weil bei so ganz großen Videodateien der frisst, boah, ich weiß gar nicht, wie viel frisst das Aufnahmeprogramm denn? Ich würde mal sagen, pro Sekunde 15 MB. Das ist schon viel. Läuft. Okay, cool. Wir stellen uns einmal hier hin. Mit unserem NEF. So. Okay. Gehen wir mal hier eben kurz wieder zur Feuerwache. Schnappen uns eben ein RTW. Ist das der richtige hier? Ne, das ist nicht der richtige. Ich zeige euch mal eben die neuere Version. Warte mal, der ist glaube hier drunter, weil das ist noch die alte Version. Wenn ich den jetzt auf die Schnelle mal finden würde. Oder ist der... Ich glaube, der ist unter LKWs, ne? Ich glaube, ja. Der hat nämlich die 107. Hat er die 107 als Kennz... hallo? Gut. Hier ist gar nichts. Schön. Das ist die 107. Ja. Das ist der richtige. Müssen wir mal austauschen hier. So. Bitte zunächst den Motor starten. Jo. Dann nehmen wir den jetzt mit. Weil die 108er ist halt noch die Beta-Version von diesem RTW, weil dieser hat auch das wunderschöne IC verbaut. Kann ich euch gleich auch nochmal kurz zeigen. Und der hier kippt nicht so schnell um wie der andere. So, gehen wir mal kurz in die Innenansicht. Aber ich fahre halt sehr ungern in der Innenansicht, weil im Landwirtschaftssimulator sind halt hauptsächlich die Innenansichten nicht so schön wie die Außenansichten. Ist einfach so. Deswegen gibt es zwar viele, die immer sagen, ich will immer mehr in der Innenansicht, aber ihr seht hier die Gründe. Hier haben wir ja zum Glück den Vorteil, dass man wenigstens noch eine halbwegs gescheite Kabine sieht. Aber bei den meisten Fahrzeugen, wie zum Beispiel bei dem Funkstreifenwagen, sind diese Innenausbauten einfach nicht gegeben. Muss man dazu sagen. Ich wollte gerade sagen, irgendwas war da gerade komisch. So, wir drehen uns einmal hier. So, das können wir nämlich aufmachen. Wir können die Trage aktivieren oder halt beziehungsweise Personen draufpacken oder nicht. Wir können das hier aufmachen. Wir können hier so viel im RTW machen. Das ist schon mal ganz cool. Warte mal, wo kann ich denn meine Lampe anmachen? Oder muss ich das vorne machen? Nee. Ach so, hier. Stimmt. Gut. So, Innenraumbeleuchtung ist auch an. Korrekt. Gut. Steigen wir mal eben wieder aus. So. Haben wir jetzt genug Einsatzkräfte? Ja, also von der Feuerwehr haben wir ein paar Einsatzfahrzeuge hier. Den fahren wir nochmal ein paar Meter nach vorne.
Wir hätten ja theoretisch noch weitere Fahrzeuge hier anfordern können, aber das reicht erstmal. Wir wollen jetzt die Aufnahme nicht auf eine Stunde bekommen. Das ist nicht das Ziel. So. Okay. Gut, dann suchen wir mal mit der ganzen Truppe hier nach dem Piloten. Wir können leider einen Polizeihubschrauber nicht anfordern, weil wir keinen Polizeihubschrauber haben. Es gibt halt also noch keinen Hubschrauber für LS-19. Das ist das Problem. Und es ist auch gar nicht so einfach, mal eben einen Hubschrauber für LS-19 zu machen. Man muss ja erstmal gucken, wie das mit den Skripten hier funktioniert. Also ich sehe jetzt hier gerade keinen Patienten. Ah gut, ich bin auch Einsatzleiter, ne? Ja, werden ihn schon finden. Aber das machen dann auch die Kollegen von der Polizei. Und ja, da werden wir dann mal kurz schauen. So, Freunde. Wir haben jetzt 14.50 Uhr Ingame-Uhrzeit. Ihr seht es hier. Und der Pilot wurde gefunden. Er wurde verletzt hier hinten am Wasserturm gefunden. Der hat sich dorthin geschleppt, weil der hatte hier komplette Bewusstseinsstörung, Orientierungsstörung, also so das komplette Programm. Und das war natürlich nicht so gut, deswegen haben wir ihn jetzt hier hinten gefunden. Hat er irgendwie versucht, Hilfe zu bekommen, weil er dachte, hier wäre ein Gebäude, aber gut, es ist halt nur ein Wasserturm, ne? Da ist er in die falsche Richtung gelaufen, ich meine, das passiert ja schnell. Von daher gut, dass er jetzt gefunden wurde. Weitere Besatzungsmitglieder waren zum Glück nicht an Bord. Dementsprechend kann dieser Einsatz dann an die Polizei übergeben werden. Und der Patient kommt dann jetzt ins Krankenhaus. In diesem Sinne war es das mit der Feuerwehreinsatzwoche. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder, Freunde. Macht es gut. Bis dahin, euer Benny.